Der Trick bei Malagor ist halt nur der Saigor, der trifft halt echt nicht gut. Ja, aber es ist halt ein weiteres Monster, das Aber entsetzt ist, genau verursacht eben, und Schadensfall. ja. Wie lange spielen wir schon? Ach, noch gar nicht so wahnsinnig lange. Du kannst Ausrufezeichen Uptime eingeben, dann müsstest du es auch, glaube ich, sehen. Also der Stream ist jetzt seit einer Stunde 13 on, aber im Game selbst sind wir vielleicht seit einer Dreiviertelstunde oder seit einer Stunde. Bei mir funktioniert das nicht. Ich bin schon seit 2 Stunden länger da. Ja, stimmt, genau, ja. Der Map, der fängt immer schon um 18 Uhr an. Werde ich übrigens auch bald mal machen müssen. Warum? Günther, noch mal eine Frage. Willst du einen völlig verlorenen Haufen, den ich gerade eben erst Nee, zusammengetreten nee, habe? nee, Wie war es mach dabei? das automatisch. Das geht ja dann viel flotter. Ja. Okay, gut. Dann zack. Ich habe jetzt den Harpien-Schneckenhaut gegeben. Das finde ich eigentlich sehr viel witziger, weil dann bekommen die selber weniger Schaden. Die Gegner können nicht so gut wegrennen. Das Zepter von Malagor ist einfach so geil mit diesem Skelett da dran. Das sieht so cool aus. Also ich werde jetzt noch nicht den Ritus des Verderbens ausführen, weil ich davon nichts halte, Leute. Ich denke, dass es viel mehr bringt, so viele Verwüstungspunkte anzusammeln wie nur möglich, bevor man das erste Ritual macht. Das zögert zwar den ersten Verlauf ein bisschen hinaus, aber ich halte davon deutlich mehr. Oh, es waren 2 Level-Ups. Wie praktisch. Ich habe momentan So, noch dann genau erhöhe ich doch 0. mal hier die Kapazität für meine Ungors hier. The nation calls. Ja, das war's schon. Aha. Hey Sanchez, Schafft es grüß dich, aber. guten Abend. Günther, bist du eigentlich morgen und übermorgen live? Weil ich habe vor, morgen und übermorgen nicht zu streamen. Ich hab's vor, ich muss es so ein bisschen davon abhängig machen, wie fit meine Frau ist. Sie hat heute ihre erste Impfung gekriegt und momentan scheint es ihr noch ganz gut zu gehen. Und sie ist offenbar nicht so fertig wie ich nach der Impfung. Vor dem Hintergrund, na. Okay, das heißt, sie verträgt es noch ganz gut. Bisher ja, offenbar. Toi, 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 dass es so bleibt. Ja, das hoffen wir alle hier. Okay, was machen wir jetzt? Ja, die Ungor-Plünderer auf jeden Fall nochmal verbessern, ne? Geil, das ist doch so das Wichtigste, ne? So, cool. Der hat sich tatsächlich dahin bewegt, der arme Tropf. Das machen wir automatisch, bitte. Das ist nur ein Ja, Charaktermodell. das sehe ich, das macht keinen Sinn, das zu spielen. Das sehe ich sogar fast ein. Durch den Balagoneko. Und Slice of Evil, guten Abend. So. Okay. Dann ist jetzt die Frage, gegen wen treten wir jetzt an? Gegen Ostland? Ja, ne? Käse muss wie Ostland schmecken. Kommst du darauf? So, dann bekommst du ein Level, ne? Ich finde es übrigens cool hier mit Malagor, ne? Hat hier so eine richtige Auswahl an verschiedenen Feinden. Vampire, Khemri, Orks, wieder Ja. Orks. Und eigentlich auch irgendwann mal irgendwo Skaven, da bin ich mir sehr sicher. Wir spielen, Sanchez, wir spielen Against, aber halt so ein bisschen Gentleman Against. Also wir wollen natürlich schon immer so die Schlachten gegeneinander spielen. Wobei wir jetzt auch gesagt haben, unser, somit unser erstes Ziel ist es halt, erstmal versuchen, so diese Verderbnisstufen höher zu haben als der andere, ne? Also wir wollen immer
Wir wetteifern so ein bisschen darüber, wer die höhere Verderbnisstufe hat. Und müssen uns jetzt nicht unbedingt sofort den kompletten Abriss geben und ja, uns gegenseitig sofort vernichten oder so. Das war jetzt nicht unbedingt das Ziel. Das macht ja auch nicht wirklich Spaß. Die Herausforderung soll halt hier ja insbesondere auch so darin liegen, dass man halt nicht immer nur so KI-Gefechte halt führt, sondern dass man halt eben auch Gefechte gegen menschlichen Spieler halt führt, ne? Ja. So, bei mir geht's verdammt schnell, ich bin schon durch. Cool, ich bin, glaube ich, auch gleich relativ flott durch. Unverdorbenheit 73%. Unverdorbenheit 96%. So, wir nehmen den Schaman mit. Wow, der plündert nur 180. Alter, du plünderst echt Paniermehl hier zusammen, ne? So, was bist du für ein Schamane? Was kannst du hier? Ja, tatsächlich gar nicht mal so schlecht, ne? Dieser Urschrei-Spell, der ist ganz cool, ne? So, wo muss ich hin mit dem Helden hier irgendwie, ne? Dann hoffen wir mal, dass den jetzt keiner von den anderen Imperiums-Fritzen hier sofort wegknilcht, ne? So hierhin, ne? Das ist so meine Mission, ne? Stab der verderblichen Korruption, ja, also hierhin musst du laufen, ne? Ja, hoffen wir mal, dass der Held dann da ankommt, ne? Hehe. So, und hier. Oh, wow. Ey, der macht direkt mal 8 Punkte Chaos-Korruption mehr. Das ist schon geil, ne? Einen Helden rekrutieren. Ich glaube, ich nehme in dem Fall einen Sturmbullen. Ein bisschen Nahkampf hat noch keinem geschadet. Weil du Malagor hast, ist der Sturmbuller auch, glaube ich, die richtige Wahl, denn du kannst den dadurch ganz gut ergänzen. Ne? Malagor ist halt nicht so stark als Nahkampfheld. Der Sturmbulle selber ist jetzt auch nicht so wahnsinnig tanky, wie ich finde. Das ist ein guter Damage-Dealer. Willst du eine Siedlung verteidigen? Ja, klar, gerne. Der ist halt. Uff, okay, gut, ja, schauen wir mal, ne? Ich habe ja nur gefragt. Ja. Legit. was wollte ich sagen? Ich finde den, ich finde bei ihm halt der Erfahrungsbonus für die Einheiten ist sehr sinnvoll, ne? Ja, er bufft auch insgesamt, glaube ich, ganz gut in seinem Umfeld. Also, er ist eine gute Nahkampfergänzung. Ja. Nicht Nahrungsergänzungsmittel, sondern Nahkampfergänzungsmittel, ne? Genau. Er sieht dich als ein Nahrungsergänzungsmittel. Also, ich wäre soweit. Cool.
Die meisten rennen da schon weg, ey. Ach, die Chaosrunde rennen hier weg. Ach, jetzt laufen die auch wieder alle weg. Die Krieger sammeln sich, nur um Sekundenbruchteile später schon wieder die Flucht zu ergreifen. Auch so sehr, gehört sich das. Sehr witzig. Kommt noch einer an Sturm und dann könnt ihr zerbrochen. Ah, Mann, Alter. Kurz vorm Ansturm, ne? Drehen sie dann doch alle oben und hauen ab. Geh mal auf Dreifache. Jo, mach ich. Dann farm ich die hier nochmal schnell weg. Tu das. Und ich gönn mir mal noch einen leckeren Kaffee. Oh, lecker, lecker. Einfach hier anschreiben und mich würde interessieren, ob die Tiermenschen auch in Warhammer 3 die Chaosgötter auch plündern oder ob sich diese Fraktionen eher aus dem Weg gehen vom Plündern her. Das ist eine verdammt gute Frage. Wenn ich beantworten will, wir wissen dazu gar nichts. Ja, also ich sag mal so, interessant zu wissen wäre es, aber wir können da keine Antwort drauf geben. Also selbst... Gut, selbst wenn wir jetzt was wüssten, dürften wir nicht, aber wir können auch tatsächlich sagen, wir wissen dazu auch noch gar nichts. So fest steht halt, wahrscheinlich dürften wir nicht, wenn wir es wüssten. So rum ja, könnte man genau, das am besten also, formulieren. Ja. Wir dürften dazu nichts sagen, wenn wir es wissen würden, aber wir können sagen, wir können sagen, dass wir es wirklich nicht wissen. Und dass es jetzt nicht daran liegt, dass wir dazu nichts sagen dürfen. Ja, die Hunde sind zum Aufräumen der Einheiten echt ganz cool geeignet, ne? Mhm. Ja, gerade am Anfang ist das eigentlich ganz praktisch. Gegen später kannst du sie im Kampf halt eigentlich echt kaum mehr brauchen. Ja, das stimmt. Die sterben einfach viel zu leicht, auch gegen billige Inf, ne? Mhm. Also diese billigen Goblins, die ich dagegen geschickt habe, gegen diese eine Einheit, ne? Die haben tatsächlich schon ganz gut was gekillt, ne? Ich meine, 35 Köter, ne? Das musst du ja mal überlegen, ne? Das ist nicht wenig. Du kannst die Köter echt vergessen. Das ist halt also eine typische Uncharge-Einheit. Eigentlich musst du danach wieder raus, ne? Aber ja, beziehungsweise du verfolgst nur damit, ne? Also du greifst entweder nur wirklich komplett, oder du nimmst halt die mit dem Gift, weil dann kannst du ungepanzerte Einheiten mega geil damit killen, ne? Weißt du, so Armbrustschützen, Bogenschützen und sowas. Das ist dann sehr, sehr nice, weil der Giftschaden zieht nicht nur die Moral runter, macht halt auch Damage und so, ne? Macht die Einheiten nochmal schwächer. Also es ist halt schon sehr cool. The Empire. The Nation calls. Die rekrutiere ich einfach gleich wieder neu. So, wir haben schon mal ein paar coole Zauber jetzt hier. Was will ich denn als nächstes? Magische Reserven. Denke ich sollte erstmal. Ah nee, oder von Blut getrieben ist aber auch gut. Große Kanalisierung ist aber auch fantastisch. Dafür brauche ich 5 Fähigkeiten hier drin. Na komm, ich nehme erstmal das.
Ja, damit ist mein Turn vorbei. Yes. Malagor, das dunkle Omen. Cooler Typ, ey. Wann kommen eigentlich die nächsten Trailer zu Warhammer 3, Fabian? Kann ich hier leider nicht beantworten. Das ist CA intern. Das erzählen die uns in der Regel auch nicht wirklich. Nee. Also manchmal sagen sie es, dann und dann kommt was, wenn ihr Bock habt, ne, macht Berichterstattung drüber oder so, ne, aber das ist jetzt kein Geheimwissen oder so, ne. Also was wir da jetzt hätten oder so, da sind die auch tatsächlich sehr genau, da wollen die auch auf gar keinen Fall, dass du da vorher drüber redest und so, ne. Das muss man auch bedenken bei der Sache. So, Ostland. Mit wem bist du im Krieg? Mit Sylvania. Kennen wir Sylvania? Kennen wir nicht? Okay, alles klar. Oh, die haben ein Defensivbündnis. Warte mal. Die haben ein Defensivbündnis mit Ostmark. Okay. Kennen wir Ostmark? Nein, kennen wir nicht. Okay. Ja, dann können wir sie angreifen. Na, warte mal kurz. Stopp. Hier ist irgendwas. Ja, ach Gott, ey, Spiel, du stresst mich gerade schon wieder, ne? Das interessiert doch keinen. Dann beweg erstmal den hier. Ach, der hat auch Krieg mit mir. Ja, so, das brauchen wir nächste Runde, ne? So, Krieg erklären. Okay. Ja, Er hat also 14. Toxoff. ich 14. muss das auf jeden Fall, ich muss das auf jeden Fall kämpfen. Angeblich gewinne ich es kaum. Dann gucke ich mal, ob das stimmt. Aber das, sag mal so, sie haben die Autoberechnung ja verbessert, dadurch, dass du das früher erkennen kannst. Aber ich glaube, in der Ja. eigentlichen Formel haben sie wenig geändert, ne? Ja. Oder gar Na, nichts. ich glaube auch, also generell, das war zum Beispiel auch eine Sache heute bei Oxylotl oder wie er heißt, ne? Den habe ich heute gespielt mit diesen Skink-Armeen. Du verlierst ja in einem Autoresolve jede Schlacht, ne? Ja. Aber Weil gewinnt ein die, Haus hoch, also wenn du die ja dieselbe genau, Schlacht? dann machst du so eine Schlacht, dann hast du nachher 60 Mann Verluste oder sowas, ne? Das ist so brutal, ne? Also, ja. Hey Mo, danke für den Follow übrigens. Ach, da kann ich die gar nicht aufstellen. Ich schlage dich jetzt mit deinen eigenen Waffen. Oh mein Gott, du beschwörst Chaos-Dämonen und greifst mich an? Nee, vielmehr, ich bin nicht zu sehen. Eins zu eins. Geil. Hi Randy, grüß dich. Guten Abend. Okay, von mir aus können wir. Mir ist auch. Oh, Will Kaffee, vielen Dank übrigens für den Follow. Cooler Name, by the way. So, dann schauen wir mal. Dark Beasts,
Angos, Zosch, Schwerdauers, Laxa. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum das Spiel behauptet, du hättest das hier fast nicht gewinnen können. Schon ein bisschen komisch. Richtig aufgeräumt. Die Miliz rennt schon weg. Ich habe dich immerhin mit den Centigors fast erwischt. Ja, fast. Na, das war's. Rennt jetzt gleich alles. Nur der Kommandant kämpft noch. Ah ne, und eine tapfere Einheit hier. Na, das war's. Und mir ist nur auf Dreifache gehen. Ja, bin ich dabei. Naja, das ging schnell, Donnerkönig, da hast du recht. Darf einen aber auch nicht wundern. Die Truppen waren da schon überlegen, auf jeden Fall auch, ne? Also. Ja, ja, das Lost of Evil hat vollkommen recht. War fast unmöglich für Günther, das zu gewinnen. Das hat jeder gesehen. Sorry, musst du gerade noch einmal. Zap. Ah, okay. Muss mich hier gerade noch einmal neu arrangieren. Ich sehe halt überhaupt nicht, wo noch Leute von mir überhaupt da rumlaufen. Ich erkenne das nur daran, dass deine Leute halt zu sehen sind. Ja. Aber den Gen kriegst du eher tendenziell nicht mehr, oder? Hi, Sinrina, grüß dich. Und grüß dich übrigens, genau. Ah ja, viele Grüße zurück übrigens an Sinrina, ja. Ja, merkwürdig, ne? Der hat nicht mehr viele Hitpoints, ne? Das sehe ich nicht mal. Ich sehe einfach bloß, dass irgendwie so ein weißer Leitstrahl innerhalb von deinen Einheiten, weil der wird mir ja nicht mal mehr als meine Einheit angezeigt. Ja, also ich würde mal behaupten, genau. Ausrufezeichen Multi ist der Link. Also du gibst ein Ausrufezeichen Multi, dann kommst du auf eine Webseite, wo du unsere Streams parallel gucken kannst. Genau, ja. Schau es dir auf jeden Fall an, weil wir wollen uns ja nicht gegenseitig die Zuschauer wegnehmen. Der Möb und ich wollen uns ja eher im Gegenteil gegenseitig unterstützen. Ne? Und deswegen, ne? Ausrufezeichen Multi ist das Zauberwort. Genau. Sag mal, diese Klingenstandarte auf deinen Gnargors, heißt das, du hast denen irgendwie die Hauer angeschärft oder so? Genau. Die haben sehr, sehr spitze Fähnchen oben auf den Hauern. Ich glaub's auch, ne? Lautes W, vielen Dank übrigens für den Sub auf Prime. Danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung. Also die Schwertkämpfer haben genau diese Leistung gebracht, die ich auch von Schwertkämpfern des Imperiums erwartet habe. Keine. Die einzigen, die halt noch schlechter sind, sind die Speerträger ohne Schilde. Die mit Schilden kann man benutzen, aber ohne Schilde sind völlig Quatsch. Danke für den Follow, Robin. Noch vorher noch an E-Bau. Wir haben die Rüstung des Glücks gefunden. Cool. Rettungszauber, Rüstung und 5% physische Resistenz. Oh, die haben 151 Kills gemacht in den Centigors. Die lohnten sich. Haben wir fast ein Mino-Level. Oh, geil. Ein Bonus auf Hordenwachstum. Me so likey. Das ist immer sehr nützlich, ja. Ich bekomme ja gleich auch einen fetten Bonus aufs Hordenwachstum, weil nämlich hier mein bestialischer Zorn die obere Linie überschreitet. Ja, das ist auch sehr wichtig, tatsächlich.
erhöht auch nochmal die Verlustverstärkung. Hallöchen, Hiestoth, grüß dich. Ja, am Anfang kann man hier nicht auf Masse gehen. Weil wir können nicht mehr als eine Armee rekrutieren. Wir müssen erst Kapazitäten freischalten. Das ist korrekt. So, nochmal gucken. Und App ist hier. Ja, lass mich nochmal ganz kurz gucken. Kaufen wir noch was? Kampagnensichtfeld, Bewegungsreichweite. So, auf die Imp-Armee. Ja, aber selbst da. Boah, ich gucke, dass ich meistens so schnell wie möglich Hellebardiere bekomme. Oh, mit Hellebardieren kriegst du eigentlich sowohl im Early als auch im Endgame sehr viel in den Griff. Nicht alles, aber sehr viel. Die haben einfach den besseren Defensivwert und sind halt rüstungsbrechend. Du musst bloß aufpassen, dass sie halt nicht totgeschossen werden. Aber ansonsten stimmt's. Also wenn du nur das hast, aber ich versuche das immer zu vermeiden, imperialen Speerträger zu spielen. Ohne Schild. Und selbst die mit Schild versuche ich zu vermeiden, zu verspielen. Ja, Hellebardiere sind halt einfach meistens besser. Meistens. Ja, in der Regel schon, ne? Also ich meine, der Defensive, der macht einfach viel aus, ne? Oh, Serena sagt gerade, auf dem Fernseher läuft Map, auf dem Handy läuft der Güni. Sehr geil. Finde ich cool. Ist auch eine Idee, auch eine Idee. Ach Gott, das stimmt, das kostet 375. Praise Sigma. I serve Sigma. Eine lustige Idee, warum soll ich diese Köder behalten, wenn ich etwas Cooleres haben kann? Ach, ich vergaß, weil ich sie noch nicht produzieren kann. Okay, war ein Fail von mir. Du bist dran. Okay. Und ja, ich habe den Taurus vergessen, aber den ziehe ich einfach nachher nach. Robin, wie meinst du das? Die waren schon immer eigenständige Fraktionen in diesem Spiel. So wie halt die anderen Fraktionen im Spiel auch. Sie gehören halt zur Metafraktion der Tiermenschen. Du kannst konföderieren, ja. Genau, Serena. Wir machen gewissermaßen so ein Wer ist der biestigste Beastman ergänzt. Genau, dann brauche ich mich das und das nachher auch noch. Ach, das ist so dumm, dass der Manticore halt auf derselben Erweiterung liegt. Ja, die besonderen vom Pfeillauf sind ein bisschen besser, aber das dauert halt ewig, bis du viele von denen halt haben kannst. Ist der Beauty in the Beast, genau, Ossi. So, jetzt meine Frage. Wollen wir dieses Ritual hier bereits ausführen? Also wir haben halt noch drei Regionen, aber das ist nicht so, da kommen wir so schnell nicht dran, wie ich finde. Wir führen jetzt hier dieses Ritual aus, um diese Male der Verderbnis schon mal gesichert zu haben. Lohnt sich in meinen Augen erst, wenn du mindestens 25 Punkte Verwüstung hast. Ja, das Problem ist, die kriege ich aber hier nicht so schnell zusammen. Das ist mein... Ja, aber dann dauert es ohnehin länger. Das ist mein Problem hier. Ja, aber du spielst nicht im Imperium. Schon klar. Aber, ja gut, ich habe auch ewige Strecken hier. Aber du hast, glaube ich, eher so riesige Armeen vor dir, ne? Genau. Und ich habe hier diverse Fraktionen, die hier so um mich drum rumlaufen, ne? Hm.
Ja, Serena, die Idee dahinter war übrigens auch, dass wir halt so die Schlachten halt gegeneinander austragen, ne? Dass es halt nicht so ist wie, ja, wir spielen jetzt halt einfach nur Gerümpel irgendwie gegen die KI oder so, ne? Ja, und bis wir uns mit Mittelland anlegen können, das dauert auch einfach noch ein bisschen, ne? Mach's gut, Mikumo. Schön, dass du da warst. Na, der will Dieters Hafen gleich kolonisieren, glaube ich. Ich habe eine Schlacht. Ich werde angegriffen, aber ich werde zurückfallen. Okay. Okay, jetzt muss ich kämpfen. Die Haarknoten. Das Spiel prophezeit mir eine mannhafte Niederlage. Erwarten wir das Schlimmste und hoffen das Beste. Sinrina, vielen Dank übrigens für den Sub auf Prime. Danke für eine 13 Monate andauernde Unterstützung. Wahnsinn. Danke dir. Sehr cool. Wenn ich das jetzt verliere, habe ich ein Problem, weil dann bin ich erstmal raus. Und muss erstmal rägen. Also meine Armee wäre vernichtet. Das ist dann sozusagen jetzt hier schon. Ich bin schon einmal zurückgefallen nach der Aktion. Okay. Na dann. Mach etwas Ungewöhnliches. Also von mir aus kann es losgehen. Ja, Sekunde. Jetzt so Edge campen. Nee, nee. Ja, aber niemand hat jetzt auch ein Interesse daran, dass wir uns hier direkt bis zum brutalen Untergang bekriegen. Also von daher schauen wir mal, was geht, ne? Boah, Alter, ey, ich kann deinen Helden nicht angreifen, weil er fliegt, ey. Wie nervig ist das denn? Lol, meine Einheiten laufen schon weg. Keine Chance, Alter. Ich weiß nicht, was das Spiel sich dabei denkt. Hier zu sagen, so dass da gewinnst du safe. Also es ist fern jeder Safeness, ja, hier zu sagen, so das gewinnst du easy. So, dann metzelt mal ein bisschen, meine Babys. Thank you.
Ich habe noch den Highground-Bonus jetzt hier eiskalt ausgenutzt, ne? Ja, gut, ich meine, ich bin jetzt auch einfach stupide draufgegangen, weil ich gedacht habe, also was willst du hier mit dieser Armee ansonsten denn großartig machen, ne? Also muss man jetzt mal auch sagen, das ist einfach, ne, du kämpfst mit, du kämpfst einfach nur mit einem Haufen Wildorks und drei Bogenschützen. Was willst du denn da machen? Also das ist alles irgendwie ein bisschen albern, ne? Das ist richtig. Ich meine, wenn du da jetzt irgendwie ein bisschen, taktische Raffinesse hättest oder so, ne? Aber was soll das? Ich krieg dich ja auch nicht vom Highground runter, ne? Ich kann da dumm rumstehen und zugucken. Oder stundenlang versuchen, da rumzuschlawenzeln, das bringt ja auch nichts, ne? Wow, aus dem Herzen der Natur, es habt gerade 35 Monate. Bist ja echt so sicher, dass wir uns so lange noch hier gut verstehen. Nee, ernsthaft, danke dafür. Vielen Dank für die Unterstützung, Wahnsinn. Aber ey, sind wir ehrlich, ich weiß nicht, was die KI sich dabei denkt, das war auch einfach eine Schrottarmee, ne? Die waren halt auch überbewertet, ne? Und das total. Das hat sehr viele Moraleffekte halt. Wenn auch, ich das hätte auto-resolven lassen, stand da mannhafte Niederlage oder so, ne? Und ich glaube, selbst das ist noch sehr großzügig kalkuliert, ne? Immer die mittlere Geschwindigkeit, wenn du nichts dagegen hast. Ja, ja, klar. Ich klicke einfach mal auf Dreifache. Du kannst das ja dann machen, wenn du möchtest, ne? Genau. Klingt gut. So, 85. Minute, immer noch 1-1. So, so. Versuchen natürlich noch so viele wie möglich wegzufarmen, die du dir vorstellen kannst. Weil diese Armee sollte nicht mehr zu ihnen nach Hause zurückkehren, wenn es nach mir geht. Die letzte Einheit, glaube ich. Jawohl. Also ich habe aus einem Pyrosieg einen knappen Sieg gemacht. Aber das ist der riesige Vorteil, den du hast. Das berechnet halt das Spiel natürlich unmöglich voraus. Wenn du halt von mit den Ungors kannst du halt dieses Zentrum nehmen, ne, wo dieser fette Berg drauf ist. Du kannst halt wegen der riesigen Vorhutaufstellung da diese Position nehmen und dann hast du eine mega starke Position mit 30% auf Nahkampfangriff und glaub Schaden oder sowas. Also irgendwie sowas in der Art. Und du hast ja sogar Mali so, sogar noch zusätzlich, wenn du bergauf kämpfst. Hey Inseljunge. Ja, du hast, ja klar, also der Highground ist einfach total wichtig in dem Spiel, ne? Also, den sollte man schon versuchen zu halten. Oh, James Norska verschenkt, 1, 2, 3, 4, 5 Subs. Vielen Dank. Du hast Subs verschenkt an Zen, Dominic Sanchez, an Sanquinius und an Blubfisch. Danke dafür. Sehr coole Aktion von dir, vielen Dank. Ich hoffe, die anderen freuen sich auch. Lass doch mal bitte hier, für den Unterstützer ein paar Emotes da. Inseljunge fragt mich gerade eben, vielleicht kannst du das ja auch aus deiner Sicht beantworten. So ein paar. Wovon machst du es abhängig, welche Siedlung du annimmst für ein Ritual? Beziehungsweise macht es einen Unterschied zwischen den Hauptsiedlungen und den Nebensiedlungen? Nein, die Siedlungen sind alle für uns gleich, egal ob Haupt- oder Nebensiedlungen. Es geht eigentlich nur um die Lokalität und ja, so, dass du halt einen gewissen Abstand zu den nächsten Herdensteinen hast. Genau, also ja, darauf musst du achten. Der erste Herdenstein ist relativ egal. Achso, du bist erst dran. Ja. Es geht nur darum, dass du halt quasi im Idealfall immer, wenn du so einen Herdenstein setzt, siehst du zum Beispiel so weit, also das siehst du leider am Anfang halt nicht, aber dann siehst du beim ersten Herdenstein, aha, das sind also diese Blutgründe. Du kannst normalerweise rechnen, das ist so eine Pi mal Daumenrechnung, das hier ist jetzt sozusagen mein Herdenstein, da mache ich 1, da gehe ich nicht rein, 2, hier gehe ich rein. Also man macht quasi wie so einen Bocksprung. Man ignoriert, also so ist das meine Strategie, weil das kannst du vorher nicht erkennen, welche Siedlung du im Idealfall nimmst. Das musst du auswendig lernen durch Try and Error. Und dazu sind wir echt noch nicht gekommen. Riesenscheiß, genau. Sehe ich genauso, Malagor.
Pimmelchen sprechen also fast Deutsch. Fast, ja. So. Aber ich finde das auch, ich frage mich auch manchmal, also wie die, was sie sich dabei gedacht haben, die so zu synchronisieren, dass kein Typus die Typen irgendwie verstehen kann, ne? Also es ist schon echt ein bisschen, ist schon ein bisschen Banane, ne? Ja, ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist quasi, wobei eigentlich stimmt es gar nicht. Es soll halt besonders wild wirken und so, ne? Das ist ja für alle Sprachen dann Quatsch. Du musst ja dann in jeder Sprache de facto lesen, was dran steht. Hast dann aber diesen ewigen Grunzkra-Kra-Kra-Kra-Dialog, der eingesprochen wird. Weißt du, was ich meine? Gerade bei diesem Charakterüberflug am Anfang ist es schon sehr, sehr schräg. Hey Sula, guten Abend. Die sprechen Muisch, kommt dem Bayerischen sehr nahe. Oh, oh, oh. Das habe aber nicht ich gesagt, Freunde. Einheiten angreifen. Fehlschlag. Scheiße. So, Level up. Dann lasst uns doch mal hier weitermachen. Komm, das ist auch nicht schlecht, das penumbrische Pendel. Das ist ein geiler Zauber. Bin ich sofort dabei. Ich berechne das hier, Günner, ne, weil das spart Zeit. Ja, ja, klar. Ich verliere eine Einheit, aber das ist mir egal. Es war auch nur Ungor-Herde, also von daher, ne. Deswegen. Das Die ist gleich so wieder aufgestellt. Ja, das wäre jetzt echt nicht schlecht, das Teil zu haben. Ja, ich bleib dabei. Ich leg die auch wieder zusammen. Ich leg die hier zusammen. Und ich leg die hier noch zusammen. Okay, dann ich 259 Punkte und du bist dran. Das Allgäu-Deutsch, ja, Donnerkönig, ja. Noch ist 1:1. Okay, krass. Es ist 1:1. Ich habe vorhin mal jemand draußen rumschreien hören, habe ich mir schon gedacht, so. Bei uns gibt es nicht so viele Engländer, deswegen gehe ich davon aus, dass das dann halt die Italiener sind, ne? Wer ist das jetzt? Die erklären jetzt den Krieg? Welche Fraktion ist denn das jetzt? Tatsächlich nicht Clan Geddon. Ich habe schon geguckt, der bufft tatsächlich keine Einheiten. Das Einzige, was er macht, ist, dass du halt vier mehr von den... Talabäcklern, ja, okay. Von den... Ich will es gar nicht aussprechen. Den Flatterviechern haben kannst. Aber er debufft Gegner. Und er ist ein sehr heftiger Zauberer. Also der funktioniert ein bisschen anders als die anderen. Ne, hier Krähenvater, Harpien. Das ist alles, was er hier mit Buffs macht. Ansonsten macht er halt noch Entsetzen, reduziert noch die öffentliche Ordnung für Gegner, wie ihr seht. Und ansonsten ist alles hier Zauberei. Okay. Ich bin versucht, das automatisch zu machen. Das machen wir automatisch, glaube ich. Es hat relativ wenig Sinn, das zu spielen. Alter, 210 Einheiten voll und du willst mich doch echt verscheißern, ey. Mit Geld hat das gar nichts zu tun, Donnerkönig. Achso. Mit Geld hat das überhaupt nichts zu tun, wie viele Armeen man haben kann. Du musst halt entsprechend den Schrecken haben und du musst halt hier diese Kapazitäten der Armeen erhöhen. Am Ende kannst du halt hier maximal plus 4 haben und wenn du das hier alles abgeschlossen hast, also wenn du hier hinten bei Stufe 8 bist, bei verdammten Stufe 8, dann kannst du dir noch bei den Schreckensbelohnungen noch mehr Armeen holen.
Ich weiß allerdings nicht, ob das auf eine begrenzt ist oder ob man das unendlich oft machen kann, weil da. So weit war ich noch nie. So, gleich ist Galbaras fällig. Speicherst? Ah, ich bin Du dran. bist dran, ja. Hab mich schon gefragt, warum. Komm, die lege ich jetzt auch noch zusammen. Oha, da gibt's eine Schlacht. Gleich. Ich greife Galbaras an, aber ich weiß nicht, ob du das wirklich spielen willst, weil sie haben halt zwei Einheiten Wildorg-Moschas, zwei Einheiten Wildorks, drei Bogenschützen, einen General und du kennst ja meine Armee. Ja, das kannst du automatisch machen, wenn du willst. Ja, gerne, weil ich verliere nicht meine Einheit dabei. Das ist eine Ja. sehr eindeutige Kiste. Ja. So, ich habe die glitzernde Schuppenrüstung bekommen. Whoop. Und jetzt habe ich 24. Das ist natürlich einer zu wenig von diesen Punkten. Einer zu wenig. Sehr ärgerlich. Einfach rennen, ja. Wenn ich das machen würde, das würde aber sehr lange dauern, bis ich da bin. Da bin ich wahrscheinlich den ganzen Abend noch unterwegs, wenn ich dem Möb jetzt da einen Agenten runterschicke. Das wäre sehr unwahrscheinlich, dass Also wenn du der mal, so ich ankommt. versuche das mal gleich zu zeigen. Wartet mal kurz. So, ne, wir sind. Entschuldigung. Ja. Okay, pass auf. Ich zeig's einfach gleich, wenn ich dran bin. Ich hatte übrigens die bestialische Tendenz, deswegen waren die Kämpfe für mich auch so praktisch leicht, Günner. Habe ich auch, ist sehr sinnvoll, gerade am Anfang, auch wenn die Truppen noch nicht so wahnsinnig stark sind. Na, du Deswegen hast du den rödelst. Nahkampf auch mit den Wildorks chancenlos verloren, glaube ich. Ja, das macht auch einfach viel aus. Du machst halt so viel Damage und du triffst halt so viel häufiger, ne? Also 15 Punkte Nahkampfangriff für alle Armeen ist einfach unfassbar stark, ne? Okay. Ja, so könnte ich den jetzt angreifen. Wo sehe ich denn, wie hoch meine. Wo sehe ich denn, wie hoch meine Chancen hier sind? Wenn ich den jetzt attackiere. Das geht so, ne?